Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Xenon-Box von Matrix. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Xenon von Matrix. Wir befreien das Ganze mal vom Plastik, damit wir uns diese Box in Ruhe ansehen können. So. Gut, also wir haben hier eine Box in quadratischer Form, in Hellcore gehalten, so verwischt. Und dann lesen wir hier in weißer Schrift Matrix und Xenon. Die Vorderseite ist blank, auf der rechten Seite lesen wir nochmal Matrix. Oberseite ebenfalls blank, linke Seite, auf dieser lesen wir Xenon. Und auf der Rückseite haben wir, haben wir die Credits bzw. die Social Media oder sonstigen Internetauftritte von Matrix. Und noch einen Barcode, alles klar. Das Ganze ist eine Klappbox, die dann hier oben aufgeht. Das ist ein Magnetverschluss. Relativ unüblich, normalerweise geht es ja da unten auf, also dem Schriftzug nach, aber das öffnen wir jetzt mal hier. Okay, und gleich mal das Herzstück der Box. Wir haben hier das Album Xenon. Dann haben wir Shadow. Und dann haben wir FNTS. Drei CDs. Dann können wir diesen Plastikeinleger hier entfernen. Und dann haben wir hier noch eine Kappe, ein Bandana, eine Glitzerkarte. 1, 2, 3 Sticker, 1, 2, 3 Sticker, also 6 Sticker, 3 groß, 3 klein. Und ein Poster. Alles klar, gut, das gehen wir mal wieder zurück. Also von innen sieht die Box dann schwarz aus und auch der Rest hier ist in schwarz gehalten. Dann gehen wir diesen Einleger mal wieder rein. So, und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also was auf den ersten Blick gleich mal auffällt, Super Jewel Case, gefällt mir sehr gut. Bin großer Fan von Super Jewel Cases. Auf dem Cover haben wir Matrix mit grauer Lederjacke inklusive Kapuzenpullover. Matrix Xenon lesen wir hier. Und es ist vom Hintergrund ähnlich wie auch schon die Box in so einem verwaschenen Grauton. Auf der Rückseite haben wir die Tracks aufgeführt. 13 Tracks ohne Features, also 100% Matrix Solo Tracks. Von diesen 13 sind meine Favoriten jetzt Früher und was hat mir noch so gut gefallen? Ich glaube Désolé. Also Früher und Désolé. Nein, Entschuldigung, VGU. VGU und Früher. So sieht das von innen aus. Also das Cover und dahinter das Booklet. Was haben wir hier? Okay, hier haben wir die Infos zu den einzelnen Tracks, also wer beteiligt war. Relativ, ja, schlichtes oder dünnes Booklet, wirklich nur diese Infos und hier lesen wir nochmal Death of Major Matrix. Vielen Dank für deinen Support. Und dann haben wir hier die CD Matrix Xenon. Jawohl, gefällt mir richtig gut. In schwarz glänzend die CD. Ich bin generell ein Fan davon, wenn die CDs nicht immer dieses
klassisches Silber haben, sondern eingefärbt sind. Und das sieht richtig, richtig gut aus. Dann haben wir CD Nummer 2, die Shadow EP. Und hier haben wir 6 Skizzen, also 6 Tracks. Diese allerdings relativ kurz, also das ist jeweils eine Strophe, ein Part. Und die dauern meistens so eine Minute, 1 bis 2 Minuten maximal. Und zu diesen 5 Tracks haben wir dann auch noch 5 Instrumentals. Das ebenfalls alles Matrix Solo Tracks ohne Features. Und auch hier sehen wir wieder, ähnlich wie bei Xenon, Matrix allerdings ohne die Lederjacke in grauem Hoodie oder in grauer Weste, je nachdem, Matrix Shadow. Auch wieder im Super Joule Case, das gefällt mir extrem gut, dass man wirklich alle 3 Tonträger in eine Super Joule Case Hülle gepackt hat und nicht in eine Papphülle oder sonstige billigen Cover, sage ich mal. Matrix Shadow ist halt in dem Fall kein Booklet, sondern wirklich nur einmal das Cover, so als Einleger. Dann haben wir hier die CD Shadow, ebenfalls wieder in Schwarz, gefällt mir sehr gut. Und dann haben wir den 3. Tonträger FNTS, wo er bis zum Ende geheim gehalten wurde, oder bis jetzt geheim gehalten wurde, wer die Features sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch bis jetzt noch nicht, wofür FNTS die Abkürzung ist. Das Cover ist sehr schlicht, auch wieder dieses graue Matrix FNTS lesen wir hier. Auf der Rückseite haben wir 4 Tracks aufgelistet und hier sehen wir jetzt die Features, also Dimi und Speaker oder Spiker. Ich muss ehrlich sagen, ich habe von den beiden Herren bis jetzt noch nichts gehört und in die 4 Tracks jetzt auch noch nicht reingehört. Also 4 Tracks, 3 davon mit Dimi und Spiker und einer nur mit Dimi. Auch hier wieder dieser Einleger und kein Booklet. FNTS. Und auch diese CD wieder in Schwarz. Sehr schön. Okay, dann haben wir Sticker. Und zwar haben wir 3 Sticker in quadratischer Form. Death of Major Matrix lesen wir hier. Einmal in Silber, Silberschwarz mehr oder weniger. Dann einmal dasselbe in Gold und Schwarz. Und dasselbe dann nochmal in, das ist auch so ein Goldton, aber bisschen heller, bisschen gelblicher das Ganze. Also 3-mal dieser Sticker, quadratischer Form. Dann haben wir nochmal 3 Sticker, diese allerdings in Kreisform, auch wenn man es jetzt noch nicht sieht, aber hier seht ihr diese Umrandung. Bedeutet, wenn ihr diesen Sticker auslöst aus dem Rahmen, dann ist dieser rund. Matrix Xenon, hast du keine Feinde, hast du keinen Charakter, Matrix. Und dann auch noch das Logo von Death of Major Matrix darunter. Also 3 große Sticker und 3 kleinere Sticker. Dann haben wir diese Folie oder diese Glitzerkarte mit Matrix. Und ihr seht schon, der Hintergrund oder generell die ganze Karte hat so eine Glanzoptik. Und auf der Rückseite lesen wir wieder Death of Major Matrix. Dann haben wir ein Poster. Auf diesem sehen wir Matrix, ebenfalls wieder vor diesem grauen Hintergrund, vor dieser Wand, im Querformat und auf der Rückseite nochmal Death of Major Matrix. Also, doppelseitiges Poster im Querformat. Dann haben wir hier in der Plastikhülle oder in der Plastikfolie ein Bandana. So sieht das Ganze aus.
in quadratischer Form Death of Major Matrix mit dem Logo hier. Ich muss ehrlich sagen, dasselbe, was ich auch schon bei Manuelsen der Löwe bekrittelt habe, dass das Ganze meiner Meinung nach schräg aufgedruckt hätte werden sollen. Weil wenn man ein Bandana trägt, meiner Meinung nach, trägt man dieses diagonal, sprich man bindet es dann so um und dann sieht das Ganze so aus. Und ich gehe mal stark davon aus, dass gemeint ist oder gewollt ist, dass man das Ganze dann so hat. Und deswegen, meiner Meinung nach, hätte es dann etwas gedreht gehört, damit man es wirklich auch diagonal tragen kann, damit das nach was aussieht, weil so kann man das Bandana nicht wirklich umbinden. Aber, ja, wie gesagt, das war auch bei Manuelsen der Löwe der Fall. Und dann haben wir hier noch die Info. Ich hoffe, man kann das lesen. Belief Digital GmbH aus Hamburg. Und dann haben wir hier noch die Info. 100% Baumwolle made in China. Nicht bügeln, die Pflege- bzw. Waschhinweise. Okay. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box diese Kappe. Death of Major lesen wir hier, zweimal so überlagert, hier noch ein drittes Mal. Klassische Kappe in schwarz mit weißem Aufdruck. Hier hinten, das ist nicht eingestickt, das ist wirklich aufgedruckt, Matrix. Hier dann zum Größenverstellen dieses Metallelement. Und bei dieser Kappe haben wir es zu tun mit ebenfalls Belief Digital GmbH aus Hamburg. 100% Baumwolle, made in China. Alles klar. Und hier seht ihr auch noch Xenon. Ja, ist natürlich jetzt eine, ich will nicht sagen 0815, aber so eine Standard-Cap. Ja, aber trotzdem. Schön gemacht und sieht jetzt nicht schlecht aus. Auch wenn hier vielleicht vereinzelt Fäden wegstehen. Ah, okay, der war nur lose. Ja, kann man durchaus tragen. Okay, und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Cap, Death of Major. Dann haben wir dieses Bandana, ebenfalls mit Death of Major. Das doppelseitige Poster im Querformat, diese Glitzerkarte, die drei Sticker in Kreisform und die drei größeren Sticker in quadratischer Form. Dann haben wir FNTS, ich würde mal sagen eine EP mit vier Tracks. Dann die Shadow EP, diese Skizzen. Und das Album Xenon an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box Xenon von Matrix. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Album und der Box haltet, was eure Meinung dazu ist. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Matrix unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.